Das hier sind meine geliebten Wanderstiefel. Und die werde ich heute anziehen. Und warum ich das tue und warum ihr das auch tun solltet, das verrate ich heute in dieser Andacht. Mein Name ist Martin Böhnhardt, ich komme aus München und ich habe mich schon mal so richtig verlaufen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich unterwegs war mit Freunden auf einer Studienreise in den USA und an einem Morgen in Andrews, einem adventistischen Campus einer Universität, habe ich mir die Laufschuhe geschnürt, um einfach ein bisschen rauszugehen und Sport zu machen. Ich wollte mir die Gegend ein bisschen anschauen und habe dann plötzlich einen Pfad entdeckt. Dem bin ich gefolgt und plötzlich war ich in einem total schönen Waldstück. Und da gab es viele Pfade und viele Wege und ich bin da rumgelaufen und irgendwann, weiß ich noch, habe ich auf die Uhr geguckt und habe gemerkt, jetzt habe ich ein Problem. Also eigentlich hatte ich drei Probleme. Das erste Problem war, der Reisebus, der uns dann zum nächsten Punkt bringen würde, der würde in wenigen Minuten kommen und alle Leute würden einsteigen und man würde sich fragen, hey, wo ist eigentlich der Böhni? Ja, und ich wäre nicht da. Das zweite Problem war, dass ich, und das Problem habe ich bis heute, dass ich nicht wirklich einen sehr, sehr guten Orientierungssinn habe. Das muss ich als Pfadfinder mir leider so eingestehen. Und das dritte war, ich hatte zwar eine gute Laufuhr, allerdings ohne GPS-Funktion. Und das habe ich dann im Nachhinein später dann verändert. Aber so stand ich nun da und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich plötzlich in den Himmel geschrien habe und habe gesagt, Gott, bitte zeig mir den Weg. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Soll ich nach links gehen, nach rechts, nach vorne, hinten? Welche Himmelsrichtung soll ich bitte gehen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte keinen Plan. Ja, keinen Plan zu haben, das ist mir häufiger passiert in meinem Leben. Nicht den Weg zu kennen. Erst vor einem Jahr kann ich mich an ein ganz, ganz prägnantes Gebet erinnern, wo ich auf den Knien war und Gott gefleht habe, angefleht habe, mir zu zeigen, wie der Weg weitergeht und welchen Weg ich einschlagen soll. Welchen Plan hat Gott denn mit mir persönlich? Diese Woche habe ich dieses Magazin in die Hand genommen und habe dann ein Kapitel aufgeschlagen, das überschrieben ist mit den Worten Gottes Plan. Und da wird auch tatsächlich behauptet, dass Gott, ja, mit uns Menschen einen Plan hat. Hat Gott einen Plan mit uns Menschen als Ganzes, als Volk Israel, könnte man sagen? Ja, davon bin ich überzeugt. Gott hat einen Plan. Und das kann man dann schon in den ersten Seiten der Bibel so entdecken und feststellen. Gott hat diesen Planeten geschaffen mit seinen Worten. Die Worte haben die Lippen verlassen und Berge und Seen, Wälder, Meere, Planeten, alles ist entstanden. Und dann geht Gott auf die Erde, er geht auf die Knie, er nimmt sich diesen Staub und formt damit uns Menschen. Also faktisch das Meisterstück seiner Schöpfung. Schon hier wird er deutlich, dass wir als Menschen ihm offensichtlich unglaublich wichtig sind. Ja, und danach kommt dieser Sündenfall. Die Menschen haben gesagt, nein, Gott, wir haben doch vielleicht andere Ideen und machen das nicht eins zu eins so wie du. Gott findet eine Alternative, einen Plan, einen großen und komplizierten Plan, der nicht nur für uns eine große Bedeutung hat, sondern auch einen großen Einfluss auf Gott selbst. Und dann kommt irgendwann im Alten Testament diese eine Stelle, die finde ich unfassbar wichtig. Und zwar heißt es in 2. Mose Kapitel 25, da sagt Gott, baut mir ein Heiligtum, damit ich unter euch wohnen kann. Also Gott sagt den Menschen, baut mir ein Haus hier auf dieser Erde. Na, nicht nur ein Haus, eigentlich baut mir ein Zelt. Zelt kennen wir. Ein Zelt ist etwas, was man aufstellt, dann kann man da drin wohnen, man kann es aber auch abbauen und man kann dann unterwegs sein. Und genau so etwas war das. Nichts anderes. Es war ein Zelt. Wir hatten mal eine Stiftshütte bei uns in unserer Vereinigung und haben das aufgestellt in Originalgröße. Das war sehr beeindruckend. Man hat ein Gefühl dafür bekommen, wie aufwendig es war, diese Stiftshütte auf- und abzubauen, diese Stiftshütte durch die Wüste zu transportieren. Aber dennoch, am Ende war es ein Zelt. Und Gott wollte bei seinem Volk wohnen, mit seinem Volk zusammen und mit ihm gemeinsam
durch diese Wüste zu wandern, durch diese Wüste zu reisen, Schlachten zu schlagen, Krisen zu überwinden und dem Volk Israel einfach den Weg zu weisen. Gott ist bei seinem Volk. Hätte es ja irgendwie anders machen können. Das Volk ist bei ihm. Irgendwie war das nicht möglich. Aber Gott hat dann gesagt, wenn es schon nicht so geht, dann möchte ich bei meinem Volk sein. Gott hat einen Plan mit seinem Volk. Es gibt also eine Bezeichnung, und zwar gibt es ja viele Bezeichnungen für Gott, und eine, die ich neulich mal gehört habe von einem Theologen, das war, dass Gott ein Wandergott ist. Und dass das auch etwas war, was ihn ausgezeichnet hat. Nicht einfach nur der auf seinem Thron sitzt und wartet, sondern ein Gott, der mit seinen Menschen mitgeht und das sichtbar, zumindest früher, durch die Feuer und die Wolkensäule. Und dieser Gedanke, den finde ich heute so wichtig, weil Gott auch heute noch ein Wandergott ist. Mein Gott, Yahweh, ist ein Wandergott, weil er nicht einfach nur in der Gemeinde, in der Kirche bleibt, sitzen bleibt, sondern mich begleitet, bei mir ist, an meiner Seite ist und alles sieht, was ich tue und jeden Weg kennt und weiß, welchen Weg der richtige ist für mich. Mein Gott ist ein Wandergott. Und so hat Gott einen Plan für sein Volk, ein Plan, das einen Ziel hat, ein Ziel, das eine Ewigkeit lang andauert. Also ja, ich bin davon überzeugt, Gott hat einen Plan für uns Menschen, für sein Volk, aber nicht nur für uns als Ganzes, sondern eben auch speziell einen Plan für dich und auch für mich. Wichtig ist mir dabei der Gedanke, dass er nicht einfach nur einen Plan für dich und mich hat, sondern auch einen Plan mit dir und mit mir. Gott ist allmächtig. Gott ist groß, er kann alles schaffen durch seine Gedanken, durch seine Worte, kann er alles einfach so kreieren. Und trotzdem scheint Gott uns zu brauchen. Klingt das absurd? Irgendwie schon. Wenn doch Gott allmächtig ist, wieso braucht er uns kleine Wesen und kleine Menschen? Aber irgendwie scheint es so zu sein. Zumindest bittet uns Gott darum, dass wir ihm helfen. Und warum? Wieso braucht er uns? Eben weil Gott nicht nur einen Plan hat mit dir und mit mir, sondern auch einen Plan für die Menschen da draußen. Aber die Menschen, die es nicht schaffen, hochzuschauen zu Gott, die Gott noch nicht sehen, ihn noch nicht kennengelernt haben, vielleicht gar keine Ahnung haben von ihm oder zumindest von dem, welchen Plan er für sie vorgesehen hat. Menschen, die in ihrem Leben keine Hoffnung haben, keine Zuversicht und auf jeden Fall keine Orientierung. Und Gott möchte auch diese Menschen erreichen. Und da bittet er uns darum, ihm zu helfen. Letztlich ist es eine Wanderung, auf der wir uns begeben, hier auf dieser Welt, hin zu einem Ziel, zu einem grandiosen Ziel. Und in diesem Ziel wartet Jesus Christus auf uns. Er wird uns begegnen und das neue Jerusalem wird einmal unsere neue Heimat, unser neues Zuhause sein. Aber während wir uns da auf den Weg machen, ist es wichtig, dass wir nicht nur alleine unterwegs sind, sondern dass wir die anderen Menschen nicht vergessen um uns herum. Gott hat einen Plan für mich und für dich in deinem und in meinem Leben. Ich persönlich habe länger gebraucht. Als Kind, weiß ich noch, war ich unheimlich schüchtern und ich habe mich nicht mal getraut, zum Fahrkartenschalter zu gehen, um dort Menschen anzuquatschen. Und ich habe lange gebraucht, bis ich gespürt habe, dass Gott mit mir etwas vorhat. Aber ich habe mich irgendwann darauf eingelassen und gesagt, okay, ich will es wagen, ich will diesen Weg gehen und ich werde Gott ganz bewusst in meinem Leben nachfolgen. Nicht nur ganz passiv, sondern eben aktiv. Und bis heute habe ich viele Vorbilder, die mir hier ein Beispiel sind. Und einige dieser Vorbilder, das sind zum Beispiel die Menschen, die bei One Year for Jesus zum Beispiel entweder dabei waren oder aktuell dabei sind, weil das Menschen sind, die sagen, ich möchte gern ein Jahr meines Lebens, meiner Zeit investieren, um Gottes Plan für mich zu entdecken und gleichzeitig für andere Menschen da zu sein. Andere Menschen sind die, die sagen, ich möchte mit ADRA in die Welt hinausgehen, um für andere Menschen, die arm dran sind, die echt große Probleme haben, für sie da zu sein und ihnen zu helfen. Oder junge Menschen, die sagen, ich möchte mein Leben, mein Beruf danach ausrichten, was Gott mit mir vorhat. Die sogar Theologie studieren, in Friedensau oder in Bogenhofen.
Das sind Vorbilder für mich. Und ich finde es so toll und so wichtig, wenn es junge Menschen gibt, die sagen, ich suche nach dem Plan, den Gott für mich vorgesehen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass er auch einen Plan für dich hat, so wie er einen Plan für mich hat. Ich werde mir jetzt meine Wanderstiefel wieder anziehen. Und ich gehe ein bisschen raus in die Natur und ich werde ein bisschen mit Gott reden. Und ich werde Gott Danke sagen dafür, dass er mich nie im Stich gelassen hat. Und ich weiß, dass er immer ein Auge auf mich hatte. Und dass er einen Weg für mich vorbereitet hat, der mich zu einem sensationellen und guten Ziel führt. Und vielleicht ist das auch eine gute Idee für dich. Vielleicht möchtest auch du mal rausgehen in die Natur und mit Gott reden und mit Gott sprechen. Und ihn fragen, welchen Plan er für dich und für dein Leben vorgesehen hat. Und wenn du dann unterwegs bist, auf deiner Wanderung mit Gott, dann möchte ich dich motivieren und einladen, nicht nur alleine unterwegs zu sein, sondern gemeinsam mit vielen anderen. Auch mit deinen Nachbarn, mit deiner Familie, mit deinen Schul- oder mit deinen Arbeitskollegen. Ich wünsche dir auf deiner persönlichen Wanderung mit Gott und mit deinen Mitmenschen alles, alles Gute, viele Abenteuer, viel, viel Freude und Gottes Reich.